Heute fahre ich alleine mit dem Motorroller zum Jomtien Beach. Zum Jomtien Beach gelangt man von Pattaya City über den Pratnum Nakhil Richtung Jomtien Beach. Dieser Strand ist ein absoluter Favorit bei Touristen, nicht zuletzt, weil es im gleichnamigen Stadtteil viele gute und günstige Unterkünfte gibt. Unten am Strand angekommen, liegt rechts zunächst der Dongtan Beach und links beginnt dann der Jomtien Beach. Dieser erstreckt sich über einige Kilometer und hat eine ziemlich breite Strandlinie, wenn man ihn beispielsweise mit dem Zentralstrand an der Beach Road oder mit Stränden im Norden Pattayas vergleicht. Ich war im Juni 2019 sehr erstaunt, wie wenige Touristen den Jomtien Beach besuchten. Normalerweise war ich gewöhnt, dass der Jomtien Beach immer gut gefüllt ist, viele Menschen dort im Meer baden, denn der Jomtien Beach ist fast nie menschenleer. An den Wochenenden kommen auch sehr viele Thais dorthin. Sie kommen mit ihren Familien und ihren Fahrzeugen und verbringen den ganzen Tag bis zum späten Abend dort. Sie picknicken, hören Musik und entspannen sich. Nach Meinung der meisten Touristen stellt der Jomtien Beach keinen Traumstrand dar. Wenn man kristallklares Wasser liebt, sollte man eher zum Militärstrand oder auf die Insel Koh Lan gegenüberliegend von Pattaya mit dem Schiff fahren. Andererseits wird die Infrastruktur von Jomtien Beach sehr geschätzt. Es gibt dort eine Vielzahl von Cafés, von Restaurants, in denen man lecker essen kann. Darüber hinaus gibt es Verkaufsstände mit Eis und Erfrischungen. Man kann sich eine Massage gönnen und einen Liegestuhl mit Sonnenschirm leihen. Zum Wasservergnügen gehören sogenannte Fun-Sportarten. Es werden dort Wassermotorräder und Speedboote verliehen und es wird auch Paragliding angeboten. Beliebt ist der Jomtien Beach auch bei Langzeitresidenten, die dort ihre Mietwohnungen haben, die nicht selten zwischen 7.000 bis 30.000 Baht kosten. Hier finden wir sehr luxuriöse Kondominiums, zum Beispiel Cetus oder Reflection, die bis zu 40 Stockwerke hoch sind. Und nur derjenige, der einmal ein solches Kondominium im 40. Stock besucht hat, kann sich vorstellen, was es bedeutet, dort morgens aufzuwachen und wie im Flugzeug nach unten zu schauen, wo das Meer und die Palmen sich befinden und man gleichsam wie im Fluge über den Dingen schwebt. Zweifelsfrei ist ein solches Kondominium eine Monatsmiete von 30.000 oder mehr Baht wert. Viel Spaß bei dem kurzen Video zum Jomtien Beach.